Und wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 38. Das ist das Adoptionshilfegesetz. Das Gesetz kommt aus dem Vermittlungsausschuss zurück. Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Senator Dr. Matthias Kollatz aus Berlin das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung hat am 2. Dezember 2020 den Vermittlungsausschuss angerufen. Der Vermittlungsausschuss hat am 10. Dezember getagt und einen Kompromiss erzielt, damit das Adoptionshilfegesetz in Kraft treten kann. Zur Darstellung: Mit dem Adoptionshilfegesetz sollen die Strukturen in der Adoptionshilfe umfassend reformiert werden. Ziel ist ein offener Umgang mit der Adoption in der Adoptivfamilie. Allen Beteiligten wird ein rechtlicher Anspruch auf professionelle Beratung und Unterstützung vor, während und nach der Adoption eingeräumt. Teilweise wird aber auch eine Pflicht zur Beratung geregelt, wie bei der Stiefkindadoption. Diese neue Beratungspflicht bei der Stiefkindadoption ist mit Blick auf die gleichgeschlechtlichen Paare auf Kritik gestoßen. Bei gemischtgeschlechtlichen Eheleuten stellt sich diese Frage nicht. Der Ehemann ist nach den gesetzlichen Regelungen automatisch durch Gesetz der rechtliche Vater des Kindes, selbst wenn es in einem besonderen Fall er nicht der biologische Vater sein sollte. Dort gibt es keine Stiefkindadoption und auch keine Beratung. Wenn nun zwei Frauen miteinander verheiratet sind, ist das anders. Nur die gebärende Frau ist die Mutter, während ihre Ehefrau keine rechtliche Beziehung zum Kind hat, auch wenn es in der Ehe geboren wird. Diese Stiefkindadoption, die dann häufig greift, wird durch ein Verfahren vorm Familiengericht bewirkt. Das Familiengericht schaltet das Jugendamt ein. Nun zusätzlich noch eine Beratungspflicht einzuführen, hätte die Ungleichbehandlung von gemischt und gleichgeschlechtlichen Ehen vertieft. Dafür gab es im Bundesrat keine Mehrheit. Das Adoptionshilfegesetz ist rechtlich gesehen ein Zustimmungsgesetz. Es bedarf also der Zustimmung sowohl im Deutschen Bundesrat als auch im Deutschen Bundestag. Der Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages ist am 2. Juli 2020 hier im Bundesrat abgelehnt worden. 5 Monate später hat die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss angerufen. Das Gesetz enthält ja nicht nur die nicht mehrheitsfähige Verschärfung aus Anlass des Geschlechts der Eheleute, sondern auch erhebliche Verbesserungen, die den adoptierten Kindern nutzen sollen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend legte deshalb einen Kompromissvorschlag vor, den der Vermittlungsausschuss in seiner Sitzung am 10. Dezember 2020 beraten und beschlossen hat. Danach soll eine Beratungspflicht nicht bestehen. Wenn ein Kind in eine bestehende Ehe oder verfestigte Partnerschaft hineingeboren wird, das heißt also, es soll keine Pflicht zur zusätzlichen Beratung geben, wenn der annehmende Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit dem leiblichen Elternteil des Kindes verheiratet ist oder in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Es bleibt dabei, dass das Familiengericht eine Stiefkindadoption aussprechen muss. Das Jugendamt wird also weiterhin beteiligt. Eine zusätzliche Äußerung der Adoptionsstelle ist dann jetzt im Sinne dieses Kompromisses nicht mehr vorgesehen. Das Gesetz kann in Kraft treten zum 1. April 2021. Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf entsprechend dem Beschluss des Vermittlungsausschusses in der geänderten Fassung gestern am 17. Dezember 2020 angenommen. Er liegt auf den Pulten aus. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der im Vermittlungsausschuss erzielte gute Kompromiss soll das Leben von adoptierten Kindern verbessern. Das hat mit dem Geschlecht der sozialen Eltern nichts zu tun. Eine vollständige Gleichbehandlung gleichgeschlechtlicher und gemischtgeschlechtlicher Ehen ist nicht vorgesehen. Das stand aber auch nicht im Zentrum dieser Gesetzesinitiative. Aber, und das ist jetzt das Ergebnis des Kompromisses, die Ungleichbehandlung wird eben auch nicht weiter vertieft. Und somit wird ein ungewollter Nebeneffekt vermieden. Als Berichterstatter für den Vermittlungsausschuss danke ich den Kolleginnen und Kollegen für die guten Beratungen. Bitte stimmen Sie dem Gesetz zu. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Senator Kollatz. Als nächster spricht zu uns Herr Senator Dr. Behrendt aus Berlin.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Anwesende, liebe Bundesregierung, warum eigentlich nicht gleich so? Vor etwas mehr als 5 Monaten diskutierten wir in diesem Haus schon einmal den Entwurf des Adoptionshilfegesetzes. Damals war klar, dem ursprünglichen Entwurf konnten wir nicht zustimmen, er wird im Bundesrat keine Mehrheit finden. Der damalige Entwurf der Bundesregierung hätte die Diskriminierung von lesbischen Paaren bei der Stiefkindadoption zementiert. Er sah bei einer Stiefkindadoption eine verpflichtende Beratung durch die Adoptionsvermittlungsstellen vor. Meine Damen und Herren, wenn 2 Frauen in einer Beziehung leben und ein Kind bekommen, dann ist das etwas Wunderbares. Dann sollte der Staat diesen Menschen den roten Teppich ausrollen, gerade wenige Tage vor Weihnachten. Wir haben ja in den letzten Tagen häufiger gehört, dass Weihnachten ein Familienfest ist. Stattdessen legte die Bundesregierung mit der ursprünglichen Fassung des Gesetzes den lesbischen Paaren Steine in den Weg. Eine verpflichtende Beratung wäre aus queer und auch aus frauenpolitischer Sicht geradezu absurd gewesen. Daher war es gut und richtig, dass wir hier die Notbremse gezogen haben. Vor 5 Monaten habe ich an dieser Stelle gesagt, der Bundesrat sei einmal mehr gefragt, als queerpolitisches Korrektiv zur Bundesregierung zu handeln. Vor 5 Monaten hat der Bundesrat die Chance zum queerpolitischen Fortschritt genutzt. Oder anders formuliert, es hat sich gelohnt, mit dem Gesetz noch einmal eine Runde durch den Vermittlungsausschuss zu drehen. Denn der Vermittlungsausschuss schlägt nun eine gute Lösung vor. Der Vermittlungsausschuss schlägt vor, Ausnahmen zur Beratungspflicht bei der Stiefkindadoption zu ermöglichen. Danach besteht keine Beratungspflicht, wenn der annehmende Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit dem leiblichen Elternteil des Kindes verheiratet ist oder in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Auf die Ehe kommt es also nicht entscheidend an. Außerdem konnten wir an einer weiteren Stelle als queerpolitisches Korrektiv zur Bundesregierung einen Erfolg verzeichnen, denn der ursprüngliche Gesetzesentwurf legte lesbischen Paaren einen weiteren Stein in den Weg, statt ihnen den roten Teppich auszurollen. Das im Bundesrat gescheiterte Gesetz sah vor, dass bei einer Stiefkindadoption das Jugendamt und die Adoptionsvermittlungsstelle zu beteiligen sind. Das Verfahren wäre also unnötig verkompliziert worden. Jetzt bleibt es dabei, entweder Adoptionsvermittlungsstelle oder Jugendamt. Meine Damen und Herren, gemeinsam mit den anderen Bundesländern, beispielhaft sei hier der Kollege Lucher aus Baden-Württemberg genannt, konnten wir einen queer- und frauenpolitischen Rückschlag verhindern. Die Steine, die die Bundesregierung den lesbischen Paaren der Bundesrepublik in den Weg gelegt hat, konnten wir beiseite schaffen. Und ich freue mich, dass die Bundesregierung hier auch auf die Länder zugegangen ist. Blieb ja auch kaum etwas anderes übrig. Eine Frage bleibt jedoch offen, warum nicht gleich so? Dieses Ergebnis hätten wir schon deutlich früher haben können. Ganz offensichtlich gab es in der Bundesregierung innerhalb der Koalition noch erheblichen Abstimmungsbedarf. Das zeigt allein der Umstand, dass es doch eine längere Zeit gedauert hat, bis der Vermittlungsausschuss angerufen wurde. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde es schade, dass die Bundesregierung vom Bundesrat zu einer progressiven Gleichstellungspolitik getrieben werden muss. Vielmehr würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung selbst die Initiative ergreift. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung selbstbewusst und tatkräftig voranschreitet, wenn es darum geht, die Rechte von Lesben, von Schwulen, von Bisexuellen, von trans- und intergeschlechtlichen Menschen zu stärken. Meine Damen und Herren, ich habe eben gesagt, der Bundesrat hat mit seinem Nein im Sommer die Chance für einen queerpolitischen Fortschritt genutzt. Wenn wir den queerpolitischen Fortschritt fortsetzen wollen, dann müssen wir auch auf das Abstammungsrecht schauen. Daran führt nach meiner Überzeugung kein Weg vorbei, denn es gibt vielfältige Familienkonstellationen in Deutschland, vielfältige Familienkonstellationen, die über das klassische, traditionelle, was im Kopf des einen oder anderen immer noch vorherrschend ist, Mutter-Vater-Kind-Modell hinausgehen. Regenbogenfamilien sind Teil unserer Lebenswirklichkeit und der Bundesgesetzgeber darf die Augen vor dieser Lebenswirklichkeit nicht weiter verschließen. Daher ist auch eine Reform des Abstammungsrechts dringend erforderlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute gilt es aber erst einmal, sich zu freuen. Es geht darum, dass das Adoptionsrecht jetzt eine gute Lösung enthält, die der Vermittlungsausschuss hier hervorgebracht hat. Und daher werbe ich um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz aufgrund des Einigungsvorschlags des Vermittlungsausschusses geändert. Wer stimmt dem Gesetz in dieser Fassung zu? Das ist eine Mehrheit. Damit ist das so beschlossen.